Hallo Freunde von X-Plane. Ja, X-Plane ist bekannt dafür, eine tolle Community zu haben. Und hier habe ich einen Speaker gefunden, der mich wirklich interessiert. Und wir werden heute auf eine Zeitreise gehen, etwa 80 Jahre zurück. Und zwar haben wir hier die DC-3. Das ist die zivile Variante, die auch bekannt ist als DC-47 Dakota oder noch berühmter geworden als Teil der Rosinenbomber, die damals die Luftbrücke nach Berlin hatten, geflogen sind. Und diese DC-3 ist also ein Projekt der Community. Und hier haben wir in X-Plane.org die Möglichkeit, diesen tollen Flieger downzuladen. Dieser Flieger ist noch in einer Public Beta Version, aber trotzdem schon sehr funktionsfähig. Und was ich noch gefunden habe für diesen Flieger, gibt es ein GPS-System, was man nachträglich einbauen kann. Dieses GPS-System ist das KLN90B zusammen mit dem MD41 ist es eben möglich, eben ein GPS-System in die Dakota einzubauen. Hier ist eine sehr gute Dokumentation dazu. Auch dieses System ist noch experimentell, aber sehr gut in der Funktion und kann in viele andere Flieger nachträglich eingebaut werden. Ich habe es hier, man sieht, eingebaut und so schaut es auch bei mir dann aus. Und ja, wir wollen uns jetzt mal diesen Flieger anschauen. Gehen wir mal dazu ins Cockpit. Ja, und hier sieht man eben 80 Jahre alte Technik, verfeinert mit einem GPS-System. Ein sehr gut modelliertes System, wunderbar. Und hier kann man wirklich mal ein Flugzeug fliegen, was eben noch nicht mit modernster Technik überfrachtet ist. Hier heißt Fliegen noch Arbeit. Und ich finde, dieses Modell ist sehr schön umgesetzt, auch in der Außenansicht. Es gibt sehr viele schöne Liveries. Hier haben wir die Breitling World Tour Livery, eine Hochglanz-Livery. Sehr schön dargestellt. Klasse Flugzeug, und mit diesem Flugzeug werde ich mich demnächst etwas näher beschäftigen, auch mal Flüge durchführen. Besonders werde ich mich mit diesem KLN90B, dem Navigationssystem, auseinandersetzen, mit dem GPS. Einfach mal was Neues fliegen, weil es Spaß macht. Die meisten Funktionen im Cockpit sind also wirklich gut umgesetzt, und schon allein das Anlassen der Triebwerke ist schon eine gewisse Herausforderung, und wir werden das jetzt mal ausprobieren. So. Dazu werden wir hier als erstes die Batteries anschalten. Lights on. Cabin Lights on. Propeller auf. Fine.
Schalter auf Autoritsch. Wichtig. Fuel Tanks auf Right Main. Entschuldigung. Left Main. Und hier auf Right Main. So können wir die Maschinen auch mit Sprit versorgen. Die Einlassklappen auf Open. Throttle auf ca. 10-15%. Fuel Pumps on. Generators. Fuel. Star Fuel Presser. Ignitions auf both. So, wenn ich jetzt wirklich alles richtig gemacht habe, sollten wir die rechte Maschine starten können. Primer so 2, 3, 4 Sekunden drücken. Und so steht die Maschine und wir könnten jetzt eben weiter abheben, zum Abheben fliegen. So, die Maschine knallt mich so um, dass ich teilweise schon echt Quatsch babble. Sound ist wirklich fantastisch gemacht. So, normalerweise wird man jetzt hier Flaps auf 3 Flaps für die, also die Einlass, Lufteinlassventile auf Trail setzen. Und damit haben wir die Maschine wieder runtergefahren.
Das ist also ein kurzer Moment mit der DC-3 Schrägstrich DC-47 Dakota. Ein sehr schönes Modell. Und wie gesagt, demnächst werde ich mal wieder einige Flüge damit durchführen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Maschine macht echt Spaß. Wenn ihr Fragen dazu habt, besonders wenn es um das Thema Einbinden des KLN 90B, des GPS-Systems, stellt die Frage ruhig. Hier gibt es ein paar Stolpersteine am Anfang und die habe ich dann erfolgreich umschiffen können. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder was noch mehr Freude macht. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, hier kommen immer wieder neue Filme zu X-Plane dazu. Also macht's und klickt auf Abo. Danke mich und wünsche noch viel Spaß.